Da grob gesagt 1,33 Euro die Stunde. Sag dir das so? Das ist sehr, sehr wenig. Also das ist richtig krass. Hallo Leute, heute sind wir wieder in Trier, wie das letzte Mal. Falls ihr das letzte Video noch sehen wollt, wo mir so ein krasses Interview gemacht habe, könnt ihr gerne mal nach das Video hier oben auf das i klicken, da ist das letzte Video verlinkt. Und heute in Trier wollen wir so ein krasses Interview machen über das Thema mit geistiger Behinderung und hauptsächlich auch einige Fragen über die Werkstätte, wie viel man dort verdienen kann, laut denen ihre Meinung hier, also den Mindestlohn. Und alles weitere erfahrt ihr in die weiteren Interviews, die jetzt hier nach das Video kommen. Und bis gleich, Leute. Ich habe heute ein paar Fragen über das Thema geistige Behinderung. Und welche Erfahrungen hast du mit dem Umgang damit gemacht? Also ich habe da noch nicht wirklich mit Erfahrungen gemacht, aber denke, man sollte ganz normal mit den Leuten auch umgehen, ne? Wie man eben auch mit nicht geistig Behinderten umgeht. Kennst du auch das Thema Inklusion? Habe ich schon viel von gehört, von Inklusion. Finde ich auch gut, dass die halt, wie gesagt, mit in die Gesellschaft eingeschlossen werden, ne? Ist das doch. Genau, das ist richtig. Was hältst du davon, wenn Menschen, oder was sind Ihre Meinung, oder denken Sie denn, wie viele Menschen mit einer geistigen Behinderung in so einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung verdienen? Wie hoch ist da denn die Stunde Lohn, laut Ihrer Erfahrung her? Das ist, glaube ich, schwer, also ist schwer einzuschätzen. Also ich weiß gar nicht, was die Leute da verdienen, also habe ich überhaupt keine Idee. Hau mal Stundenlohn raus, irgendein Stundenlohn? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht was, keine Ahnung, vielleicht 15 Euro oder so? 15 Euro Stundenlohn ist sehr, sehr viel. Die verdienen da grob gesagt 1,33 Euro die Stunde. Sag dir das so? Das ist sehr, sehr wenig, also das ist richtig krass. Ja, finde ich auch. Ich habe auch früher schon selber da gearbeitet und auch deswegen habe ich schon seit über 2 Monate knapp da aufgehört, weil man da so wenig verdient. Und was denken Sie so über meinen Kanal, wenn die vielleicht später mal auf meinen Kanal gucken gehen? Finde ich eine gute Idee. Ich nehme mal an, du willst den Leuten das so ein bisschen näher bringen, wo halt auch die Probleme liegen, wenn man eine geistige Behinderung eben hat, ne? Dass man da dann zum einen weniger verdient und das den Leuten ein bisschen näher zu bringen, finde ich eine gute Idee. Genau, ich führe viele Interviews mit anderen Menschen, die eine Behinderung haben, meist online hauptsächlich. Und da bedanke ich mich für Ihre Zeit und kann sich noch kurz verabschieden. Gerne, habe ich doch gern gemacht. Viel Erfolg noch. Danke. Hallo, willkommen zum nächsten Interview. Welche Erfahrung haben Sie denn mit das Thema mit Behinderung? Viele Erfahrungen schon. Ich bin nämlich Heilerziehungspflegerin von Beruf, habe meine Ausbildung in einem Wohnheim für beeinträchtigte Kinder und Erwachsene gemacht. Okay. Genau. Und wie läuft das so, die Ausbildung her, ist die einfach? Ja, also wenn man sich ein bisschen anstrengt schon. Man muss, ist halt eine Ausbildung, ne? Also man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Aber es macht auch viel Spaß und ich glaube, dann wird es auch automatisch einfacher, wenn man irgendwie viel Spaß dran hat. Okay, ich glaube, die nächste Frage, die mir persönlich interessieren würde, wissen Sie denn, es gibt ja so Werkstätte für Menschen mit Behinderung. Ja. Was würde Ihre Meinung nach setzen, was man dort als Stundenlohn verdienen würde? Wenn man dort arbeitet? Genau. Okay. Was ich schätze, was man da verdient oder was? Genau, was man setzen tut. Okay. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da irgendwie auch eine Mindestlohnregel gibt. Also eine gesetzliche Mindestlohnregel gibt es die da auch. Nein, das gibt auf jeden Fall dort nicht. Okay, also das wäre ja schon mal gut, wenn es die auf jeden Fall schon mal gäbe. Also das wäre ja das Mindeste, wenn andere Leute auch einen Mindestlohn kriegen müssen. Ja, also ganz klar meine Meinung. Sein. Ja, okay. Was würdet ihr für Lohnratshaus 2, 3 Euro, was man die Stunde verdienen würde? Die Stunde? Die Stunde, ja. Ich würde jetzt 15 Euro sagen. Okay, die letzte Interviewpartnerin hat schon auch 5 Euro die Stunde gesagt. Okay. Man verdient dann die Stunde 1,33 Euro die Stunde. Ich dachte jetzt auch, was man verdienen sollte. Damit waren jetzt 15 Euro gemeint. Genau. Man verdient dann die Stunde ungefähr 1,33 Euro. Okay. Und das ist dort sozusagen der Mindestlohn. Ja, das ist ja nicht so viel. Also im Gegenteil. Genau, da bedanke ich mich für das Interview. Gerne. Können Sie gerne verabschieden? Ja, viel Spaß noch. So, hallo, bekommst du das nächste Interview. Die Frage ist heute, wissen Sie etwas oder haben Sie Erfahrung mit das Thema Menschen mit einer Behinderung? Nein, also eigentlich nicht. Ich kenne auch nicht viele mit einer Behinderung. Haben Sie keine Erfahrung mit Behinderung? Nein, nicht. Ist natürlich auch kein Problem. Was denken Sie denn, wo Menschen mit
mit einer geistigen Behinderung oder mit allgemeiner Behinderung, wo die eigentlich untergebracht werden in Deutschland? Ja, ich glaube, es gibt ja so Heime, wo die alle, also wo, es gibt ja auch verschiedene Arten von Behinderungen und dann wohnen die mit den gleichen Behinderungen zusammen. So. Ja, weil es gibt so gewisse Heime für Menschen mit einer Behinderung und da wird die hauptsächlich untergebracht. Oder es gibt auch Förderschule extra für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Es gibt also Werkstätte für Menschen mit Behinderung, dass sie dort arbeiten können, dort ihr Geld verdienen können. Was glauben Sie denn, was für einen Stundenlohn man da ungefähr verdienen kann? Was würde Sie schätzen? Keine Ahnung, so 10 Euro. Okay, sind auch bestimmt auch leider in dem Fall nicht ganz. Man verdient da als Stundenlohn ungefähr 1,33 Euro die Stunden. Okay, das ist ein bisschen wenig, finde ich. Okay, finden Sie, da muss man da von das System her was ändern? Ja, also ich finde, diese Menschen könnten schon mehr verdienen, aber es hängt halt auch davon ab, wie gute Arbeit sie leisten können. Genau, ich habe selber dort gearbeitet, für eine Zeit lang, mittlerweile gar nicht mehr. Es ist sehr, sehr wenig, was ich dort verdiene. Wie finden Sie, wenn ich nachher auf meinen Kanal vielleicht mal gucke gehe, weil das Video hier kommt morgen oder heute online, wie würden Sie meinen Kanal finden von der ersten Eindruck her? Ja, ich finde es gut, dass das Thema angesprochen wird und dass Sie sich dafür Mühe geben, Leute zu befragen. Gut, auf jeden Fall vielen Dank für Ihre kurze Zeit, für das Interview. Dann können Sie gerne kurz verabschieden. Ja, tschüss. Danke für die Befragung. Immer gerne. Hi Leute, ich bedanke jetzt am Ende von diesem Video hier für das tolle Interview, was ich mir gemacht habe. Auch danke an alle Leute, die drei junge Frauen, die mitgemacht haben. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Falls ihr dieses Video seht, könnt ihr es gerne mal runter kommentieren mit den Leuten, die ich heute hier ein Interview gemacht habe in Trier. Genauso wie das letzte Mal. Das letzte Video, wo ich das letzte Mal so ein Interview gemacht habe, vor einigen Monaten, werde ich einfach mal oben bei i und ganz oben die Videobeschreibung für euch einfach mal verlinken. Könnt ihr euch das vielleicht nach diesem Interview, nach diesem Video anschauen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst gerne mal ein Abo da, unterstützt meinen Kanal und lasst gerne mal ein Like da und lasst gerne mal ausführliche Kommentare über das Thema hier gerne mal in die Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich für dieses Video, bis zum nächsten Mal Leute und haut rein!